Johannes Baut hat uns letztes Jahr in einer Studie aufgezeigt, was passiert, wenn in einem kleinen österreichischen Bezirk, nämlich in Landeck, Seilbahnen ausfallen. 17.000 Arbeitsplätze würden innerhalb kürzester Zeit in diesem Bezirk ausfallen. Und ich lade jeden ein, der immer wieder hier an der Seilbahnwirtschaft versucht, sich zu reiben, mit mir über den Kreuzbergpass entlang an den Dolomiten in die Provinz Belluno zu fahren, sich dort die Straßen anzuschauen, die entvölkerten Dörfer anzuschauen, leere Häuser anzuschauen, die Durchschnittsalter der Bevölkerung, das über 60 Jahre liegt, dort anzuschauen. Ich glaube, die österreichische Seilbahnindustrie Industrie und Wirtschaft ist gerade was Energieverbrauch betrifft, viel besser, wie man das immer wieder darstellt. Ich darf daran erinnern, dass alle österreichischen Seilbahnen und Schneeanlagen weniger Energie brauchen wie der größte Tiroler Industriebetrieb. Ich freue mich mit dem Herrn Präsidenten der Messe Jürgen Bonse, aber auch mit dem Herrn Direktor, dass wir diese Messe, diese Interalpin so international besetzt haben, dass wir Delegationen aus China, aus Russland, aus vieler Herren Länder haben. Es bringt unglaubliches Flair, internationales Flair in diese, unsere wunderschöne Stadt Innsbruck. Wir können natürlich auch von allen Delegationen lernen. In diesem Sinne eröffne ich den österreichischen Seilbahntag, wünsche dieser Vermesse einen guten Verlauf. Und ich denke, dass wir von den 650 Ausstellern sehr viel lernen können, die eine oder andere Innovation mit nach Hause bringen können und dann das weiterentwickeln, wofür wir leben, nämlich unseren Wintersport, unsere Sommerbahnen und damit auch Wohlstand in unsere Täler bringen, damit wir dann wieder viele Steuern abliefern können, die man dann in diesem Lande verteilen kann. Herzlichen Dank.